Moin Leute, Trimax hier. Heute möchte ich euch die Skelette vorstellen, wie man sie richtig einsetzt und wie stark diese Karte überhaupt sein kann. Sie ist extremst wandelbar und ich zeige euch heute, was man da alles rausholen kann. Vorweg kann man sagen, dass die Besonderheit bei dieser Karte, sie kostet nur ein Elixier und sie hat den größten Schaden pro Elixier. Also jetzt hier, ich habe meine Skeletons noch auf Level 10. Schaden pro Sekunde liegt bei 74. Ihr habt aber 4 Skelette, also 4 mal 74 und das nur für einen einzigen Elixier kosten. Das ist schon extremst heftig. Wir fangen jetzt erstmal an, wie man die Skelette in der Offensive verwenden kann, einfach nur als Damage. Ich kann euch das gleich nochmal demonstrieren, wie viel Schaden die Skelette überhaupt ausrichten können. Das wissen viele gar nicht. Das ist schon enorm. Und dann kommen wir noch dazu über, wie man mit den Skeletten richtig verteidigt. Und da kann man richtig geile Spielzüge machen. Da gibt es 4 Art und Weisen, 4 verschiedene Art und Weisen, wie man mit den Skeletten verteidigen kann. Dazu gleich mehr. Okay, starten wir zuerst mit den Skeletten. In der Offensive setzt man die Skelette ganz alleine ein. Ihr wisst es, sind die kompletter Müll. Die kommen noch nicht mal am Turm an, sind meistens von einem Pfeilschuss schon tot. Aber kombiniert man sie mit einem Tank, hauen sie unglaublich viel Damage raus. Seht jetzt hier, wie schnell der Tower gefallen ist. Der Riese hat noch mehr als Hälfte Leben. Außerdem ist es ein sehr billiger Backup. Wenn der Gegner zum Beispiel Mini-Packer einsetzt, um den Riesen aufzuhalten, dann können sie einfach noch die Skeletons da und die kriegen auch den Mini-Packer relativ schnell down. Also jedes Mal, wenn ihr einen Push startet, ich weiß nicht, mit einem Golem, mit einem Riesen, irgendein Tank davor, dann packt ihr noch ein Musketier dazu, Valkyrie oder Spear Goblins, irgendwas, könnt ihr immer schön noch die Skeletons einfach dazu packen. Ist eine sehr starke Sache. Okay, kommen wir jetzt dazu, wie man die Skelette in der Verteidigung einsetzen kann. Da gibt es 4 Vorgehensweisen. Die erste ist, wenn der Gegner mit einem Riesen, mit einem Schweinereiter irgendwas kommt, was die Skelette nicht angreift, seht ihr jetzt, wie unglaublich viel Schaden die Skelette am Riesen rausbringen. Das ist jetzt natürlich kein typisches Szenario, wie man jetzt hier den Riesen angreift. Wenn ihr aber zum Beispiel auf der anderen Lane eine Offensive startet und der Gegner hat irgendwie noch einen Riese auf der Lane, dann reicht es, wenn ihr einfach nur die Skeletons einsetzt und die kriegen den Riesen oder auch einen Schweinereiter extremst schnell down alleine. Und dann ist es jedes Mal ein sehr positiver Elixir-Trade. Kommt der Gegner mit einem Single-Target, mit einer Single-Target-Einheit wie jetzt das Musketeer, also macht keinen Flächenschaden, greift die Einheiten einzeln an, dann sind die Skeletons auch immer sehr stark. Da müsst ihr den Gegner surrounden. Ich hatte es euch schon mal in anderen Videos gezeigt, wie das funktioniert. Ihr packt die Skeletons genau auf das Musketeer und das kriegt jetzt keinen einzigen Hit an den Turm raus. Und es überleben sogar noch 2 Skeletons. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr starke Sache. Gegen den Magier funktioniert das, oder gegen den Bomber funktioniert das Ganze natürlich nicht so gut. Da gibt es eine andere Vorgehensweise. Aber gegen Einheiten wie zum Beispiel das Musketeer, die Bogenschützen, Spear Goblins, da könnt ihr die Skeletons sehr gut direkt draufsetzen. Die Valkyrie countert zwar die Skeletons, trotzdem lohnt es sich, wenn jetzt zum Beispiel der Gegner mit einer einzelnen Valkyrie in eure Hälfte kommt, lohnt es sich, die Skeletons in die Mitte einzusetzen. Dadurch muss die Valkyrie, erstens läuft sie nicht direkt auf den Turm, sondern macht noch einen kleinen Abstecher nach links, wie ihr hier seht, läuft keine gerade Linie, muss 2 Hits raushauen und läuft dann erst zum Turm. Klar, die Valkyrie dealt jetzt noch Damage, das ist ja auch kein Problem, aber deutlich, deutlich weniger Damage. Ich glaube, ihr könnt 5, 6, 700 Schaden euch sparen, wenn ihr da die Skelette richtig einsetzt und die Valkyrie einen riesen Umweg laufen muss. Hier seht ihr das Ganze jetzt nochmal am Schweinereiter. Die Skeletons greifen jetzt nicht nur den Schweinereiter an und dealen Damage. Ihr habt es gesehen, der Schweinereiter musste, weil ich die Skeletons genau in den Weg gepackt hatte, auch einen riesigen Umweg laufen. Und das macht einen sehr starken Unterschied. Der Schweinereiter hat jetzt nur einen Hit. Hat er nur einen Hit rausbekommen? Ich habe es gar nicht gesehen. Auf jeden Fall macht das einen riesen Unterschied, ob die Skeletons am Start sind oder nicht. Ein Schweinereiter alleine macht ja enorm viel Damage am Turm. Und die Skeletons können das ganz gut kompensieren. Zusätzlich lohnt es sich nicht für den Gegner, da jetzt irgendwie einen Zap rauszuhauen oder ein Free Spell oder Pfeile, weil die Skeletons kosten nur ein Elixier. Also jedes Mal, wenn der Gegner da einen Zauber verwendet, um die Skeletons aufzuhalten, ist er jedes Mal in einen kleinen Elixier-Rückstand. So, hier jetzt der Klassiker. Ist nicht wirklich erwähnenswert. Die Skeletons sind natürlich unglaublich stark gegen den Mini-Packer, gegen den Packer, gegen den Prinzen. All die Einheiten, die extremst langsam angreifen. Da können jetzt hier die Skeletons, die kosten ein Elixier, countern. Den Mini-Packer für 4 Elixier, ganz, ganz, ganz easy. Noch ein weiterer allgemeiner, sehr großer Vorteil der Skelette
ist, ihr habt eine schnellere Rotation in eurem Deck. Sprich, ihr könnt immer die Karten bekommen, die ihr unbedingt braucht, weil die Skeletons kosten ja nur ein Elixier. Die könnt ihr irgendwo hinsetzen, irgendwo. Wenn jetzt zum Beispiel der Gegner mit einem Golem kommt und ihr braucht unbedingt einen Inferno-Turm, aber der Inferno-Turm ist jetzt wie hier zum Beispiel bei den Pfeilen, erst die fünfte Karte und kommt als nächstes. Dann haut ihr einfach irgendwo die Skeletons raus, könnt dann den Inferno-Turm einsetzen. In diesem Fall sind es jetzt die Pfeile. Also das ist auch ein unglaublicher Vorteil, weshalb man die Skeletons auch in jedem Deck dabei haben sollte. Da kommt jetzt die Minion-Horde. Ich kann mit den Skeletons oder mit den Karten, die ich hatte, nichts wirklich machen. Setz jetzt einfach die Skeletons nach hinten, hab dadurch die Pfeile wieder ready und kann jetzt hier ganz locker die Pfeile über die Minion-Horde und die Skeletons hauen. Bei Nahkampfflächenschadeneinheiten wie bei der Valkyrie hat es sich gelohnt, die Skeletons in die Mitte zu tun. Bei einem Ice Wizard oder bei einem Dark Prince, der ist ja relativ schnell, lohnt sich das Ganze nicht. Da gibt es eine andere Vorgehensweise. Ihr lasst den Ice Wizard oder den Dark Prince einfach den Turm angreifen und packt dann die Skeletons dahinter. Das ist extrem viel Schaden. Dadurch kriegt der Ice Wizard deutlich weniger Hits raus. Genau das gleiche beim Dark Prinzen. Wenn ich jetzt die Skeletons eingesetzt hätte, hätte der Dark Prince sie mit einem Hit zerstört. Deswegen lassen wir den Dark Prince den Turm angreifen, setzen dann die Skeletons und ihr seht, wie schnell der Dark Prince da down geht. Der hat jetzt nur zwei Hits rausbekommen, also auch eine gute Sache. Das muss man abwägen. Wann lohnt es sich, mit den Skeletons den Gegner zu surrounden? Wann lohnt es sich, den Gegner auf einen Umweg zu schicken, zu distracten? Wann muss man ihn erst den Tower angreifen lassen und dann setzt man die Skeletons ein? Also man kann die Skeletons auf unglaublich viele Art und Weisen in der Verteidigung einsetzen und jedes Mal sehr effektiv. So, und jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt kommen so ein paar Profi-Tricks mit den Skeletons. Die sind extremst effektiv, funktionieren, aber oftmals in der Hitze des Gefechts, also wenn man so in-game ist und das so richtig knapp ist, vergisst man das Ganze. Ultrastarke Defensive gegen die Minion-Horde. Ihr seht's jetzt hier. Ich zeige euch mal, wie heftig man die Skeletons einsetzen kann. Ich halte das jetzt mal an, zähl mal ganz kurz ab. Also ich bin jetzt hier 1, 2, 3, 4 am vierten Feld hinter dem Fluss und leicht auf der anderen Lane. Also das müsst ihr berücksichtigen. Und auch das Timing muss stimmen. Also das muss jetzt alles stimmen. Genau die Position und genau zu der Zeit. Und passt mal auf, was die Skeletons mit einer Minion-Horde machen können. Ich spiele das Ganze jetzt mal hier in Zeitlupe ab. So, die Skeletons locken die Minions und die anderen Skeletons laufen weg. Die Skeletons können ja keine Minions angreifen, deswegen laufen sie jetzt zum gegnerischen Turm. Die Hälfte der Minions sind jetzt hier komplett auf der anderen Seite und werden von beiden Türmen angegriffen. Wie unglaublich wenig Schaden hat denn jetzt bitte die Minion-Horde gedealt? Habt ihr das gesehen? Das ist ja unglaublich. Die Minion-Horde kostet 5 Elixier, Skeletons nur ein Elixier und wenn der Gegner nichts weiteres einsetzen sollte und da kommt nur eine einzelne Minion-Horde, oh, ich muss mal mein iPad laden, dann können die Skeletons da echt richtig gut funktionieren in der Defensive. Ihr habt es jetzt hier gesehen. Und das funktioniert nicht nur mit der Minion-Horde. Wir kommen jetzt noch zu weiteren Beispielen. Und ich gehe kurz mein iPad laden. Und mindestens genauso geil funktioniert das gegen den Baby-Dragon. Guckt euch jetzt mal genau an, wie der Baby-Dragon fliegt. Ich setze die Skeletons wieder genau dahin. Also wieder vier Felder hinter dem Fluss und leicht versetzt auf die andere Lane. So, zwei Skeletons laufen auf die linke Seite und zwei Skeletons laufen auf die rechte Seite. Der Baby Dragon ist viel zu langsam, fliegt jetzt den Skeletons hinterher und guckt euch das mal an. Der war fast zurück in der eigenen Hälfte und auf der ganz anderen Lane hat jetzt nur einen einzigen Auto-Attack rausbekommen. Das ist schon extremst krass. Man kann die Einheiten einfach auf die andere Seite ziehen, extremst OP und man kriegt einfach keinen Schaden. Entweder verteilt sich der Damage auf beide Türme oder man kriegt wie in diesem Fall nur einen einzigen Auto-Attack vom Baby Dragon raus. Also mega starke Sache und es funktioniert wirklich jedes Mal. Es funktioniert immer. Oftmals, wenn man in-game ist, denkt man da nicht dran. Aber wenn man besser werden möchte, kann man das ein paar Mal üben und dann hat man das relativ schnell raus. Sehr, sehr, sehr starke Sache. So, kommen wir noch zu einem weiteren sehr starken Trick mit den Skeletons. Ihr kennt ja die Kombination Valkyrie plus Schweinereiter. Das ist eine sehr geile Sache. Die Valkyrie tötet alles am Boden, macht richtig schön Flächenschaden. Ich könnte jetzt hier keine Kobolde einsetzen und keine Skeletons. Und der Schweinereiter dealt extremst viel Damage und zusätzlich schiebt er noch die Valkyrie an. Also das ist eine sehr starke Kombination, aber jetzt achtet mal drauf. Ich lasse die Valkyrie leicht in meine Hälfte kommen. Der Schweinereiter ist auch am Start und jetzt setze ich auf die andere Seite vom Fluss meine Skeletons ein. Das geht natürlich nur, wenn der Gegner schon einen Tower verloren hat, aber dann ist es sehr effektiv. Schaut euch das jetzt mal an, die Valkyrie läuft zurück in die Skeletons. Der Schweinereiter läuft natürlich weiter. Jetzt setzt der Gegner sogar noch
einen Freespell ein. Ich setze nochmal Bogenschützen ein. Gut, der Gegner dealt jetzt zwar Damage, aber die Valkyrie kommt enorm viel später an. Das ist schon mal eine starke Sache. Und ich habe das Ganze jetzt hier mit sehr wenig Elixier verteidigt. Skeletons kosten ein Elixier, Kobolde 2, Bogenschützen 3. Das sind 6 Elixier. Und der Gegner hat Schweinereiter, Valkyrie und Freeze eingesetzt. Das sind 12 Elixier. Also jetzt hier auf jeden Fall auch eine gute Verteidigung. Das müsst ihr im Hinterkopf behalten. Das geht nicht nur mit der Valkyrie. Das geht natürlich auch mit einem Packer, also mit einem ganzen Packer. Der läuft dann nochmal zurück in seine eigene Hälfte. Aber das geht natürlich nur, wenn ihr schon einen Tower down habt. Okay, jetzt kommen wir noch zum letzten Punkt, und zwar das Quick-Droppen mit den Skeletons. Man Quick-Droppen ist, da werde ich auch noch ein Video rausbringen, dafür braucht man 2 Hände zum Spielen. Das ist auch eine, ja, das ist schon eine ganz schön krasse Technik, damit kann man geile Plays raushauen. Ich werde das jetzt hier mal zeigen. Ich habe jetzt hier nur diese Karten. Ich habe jetzt hier Kobolde, Schweinereiter, Skeletons und Bogenschützen. Keine Einheit eignet sich, um den Bomber zu verteidigen. Ich mache jetzt hier aber eine richtig gute Quick-Drop-Methode, und mit den Skeletons kann man diese Methode einfach enorm günstig ausführen. Ich setze jetzt die Skeletons und die Kobolde fast zeitgleich, aber die Skeletons eine halbe Sekunde davor, und dann schaffen es sogar die Kobolde, den Bomber zu töten. Also eine sehr schöne Sache, und das geht mit den Skeletons halt extremst billig. Die kosten nur ein Elixier und ihr könnt die Quick-Drop-Methode verwenden. Noch eine weitere Spielweise mit den Skeletons. Der Hawk Offroad Jump, ihr seht es jetzt hier auf der linken Seite, man kann ihn enorm günstig mit den Skeletons durchführen. Man kann das natürlich auch mit Kobolden machen oder sonstiges, aber die Skeletons kosten nur ein Elixier. Der Gegner hat da jetzt eine Kanone stehen, ich weiß nicht, ob ihr alle schon mein Hawk Offroad Jump Video euch reingezogen habt. Egal wie ich den Schweinereiter jetzt setzen würde, er würde die Kanone angreifen. Jetzt setze ich aber den Schweinereiter und zeitgleich die Skeletons mit der Quick Drop Methode. Na, wo kommt's? So, den Schweinereiter nach links, die Skeletons ein Feld weiter nach hinten. Das ist ganz wichtig, das muss man mit den Skeletons beachten. Und jetzt springt der Schweinereiter einfach über die Brücke, greift überhaupt nicht die Kanone an und fokussiert jetzt hier den Turm. Also der Hawk Offroad Jump, den kann man sehr, sehr, sehr günstig mit den Skeletons durchführen. Wieder ein Vorteil der Skeletons. Okay, und jetzt nochmal ein anderes Szenario, wieder mal Quick Drop. Ich setze zuerst den Schweinereiter ein. So, der Schweinereiter tankt jetzt den Ice Wizard. Ich habe wieder Schweinereiter und Skeletons fast zeitgleich eingesetzt. Die Skeletons allerdings eine halbe Sekunde später. Der Ice Wizard greift jetzt den Schweinereiter an und slowt diesen. Dadurch ist der Schweinereiter extremst langsam. Die Skeletons sind hinter dem Ice Wizard, können diesen jetzt töten. Und gerade wenn der Ice Wizard tot ist, kriegt der Schweinereiter wieder Speed. Und die Skeletons sind hinter dem Schweinereiter. Und das ist natürlich auch ein sehr geiler Push. Bringt mir jetzt auch hier den Sieg. Der Schweinereiter kombiniert mit den Skeletons. Das kann man auch sehr geil machen gegen den Ice Wizard. Und ein weiteres sehr krasses Beispiel, wie man einen Funky ausschalten kann in der Defensive. Der Funky ist jetzt zwar alleine, aber das Prinzip bleibt gleich. Auch wenn er jetzt noch ein Riese davor ist oder ein Magier dabei ist. Der Quick Drop mit den Skeletons und dem Mini-Packer. Perfekt, ich setze die Skeletons ein, der Funky haut seinen Schuss raus, der Mini-Packer hat noch volles Leben und kann jetzt noch in der Offensive verwendet werden. Das waren so ein paar Beispiele. Ich hoffe, ihr kriegt so ein leichtes Gefühl, wie man die Skeletons in der Verteidigung einsetzt. Ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen. Ihr könnt zum Beispiel ein Musketier oder ein Riesen, ein Schweinereiter könnt ihr surrounden, genauso die Bogenschützen oder die Speargoblins. Also ihr könnt ihr mit den Skeletons umzingeln, da dealen sie sehr schön viel Damage. Dann könnt ihr die Gegner distracten, das war das Beispiel mit der Valkyrie, die läuft so eine extreme Kurve und greift nicht direkt den Turm an. Dann könnt ihr die Skeletons hinter die Truppen einsetzen, wenn sie bereits den Turm angreifen. Das könnt ihr sehr gut machen beim Magier, beim Dark Prince, Ice Wizard. Da kann man das machen. Und dann noch zusätzlich in der Verteidigung das Quick Droppen. Ich habe euch jetzt hier ein paar, die populärsten Beispiele gezeigt, die am meisten Sinn machen. Und ich denke mal, dass ihr jetzt ein Gefühl dafür bekommen habt, wie krass die Skelette überhaupt sein können. Also was die für ein enormes Potenzial haben, gerade dieser Trick mit der Minion-Horde und dem Baby-Dragon, wie krass man da die Truppen distracten kann, umleiten kann, auf die andere Lane ziehen kann, da kann man schon ordentlich was rausholen. Alles klar, das war's mit dem Video, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt ja einen Kommentar da lassen, ob ihr alle Methoden, wie man die Skelette verwenden kann, ob ihr die schon kanntet oder nicht, was war euch neu, hat euch das Video gefallen, ja oder nein, und welche Einheit wollt ihr gerne
im nächsten Video von mir vorgestellt haben, wie man die richtig einsetzen kann. Es gibt nicht nur die Skeletons, die so enormes Potenzial haben, so krass viele verschiedene Spielweisen. Da gibt es noch einige Einheiten. Schreibt das in die Kommentare, was wünscht ihr euch als nächstes. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit den Skeletons. Ich denke mal, ihr werdet sie nach dem Video jeder in euer Deck integrieren. Mega krasse Karte. Alles klar, das war's. Haut rein, Leute.